Hausgemachter Bullshit, sage ich da nur. Also wenn ihr wissen wollt, wie die Politik funktioniert, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran, denn es gibt was an Fakten, wo man denkt, das kann gar nicht wahr sein. Es geht um den Turbinenskandal, der gerade da ist. Also wirklich, das schüttelt sich der Horn. Das kann man nicht anders sagen. Also wenn man überlegt, da ist also ein Land wie Russland, das hat eine Turbine, schickt das nach Kanada zu Siemens oder so, ne, zu irgendeiner Firma und sagt dann dort, pass mal auf, kannst du mir diese warten? Jetzt kommen Sanktionen, jetzt dürfen die das nicht mehr ausliefern. Und jetzt muss man ganz klar sagen, da hinten dran steckt wer? Die deutsche Politik. Also diese, nicht meine Regierung, das wisst ihr ja, ne? Und die stecken da hinten dran und sagen, pass mal auf, wir haben ja Sanktionen, dieses Ding kann nicht ausgeliefert werden und damit setzen wir Russland unter Druck. Und was passiert? Die setzen nicht Russland unter Druck, sondern die setzen was? Die setzen unseren Wohlstand aufs Spiel. Genau das haben die nämlich gemacht. Die Gaspreise sind explodiert. Auf einmal müssen wir runterdrehen auf 17 Grad in der Nacht. Müssen wir bippern und frieren. Und dabei wäre was ganz einfach gewesen, die Turbine auszuliefern, damit die Wartung durchgeführt werden kann. Und zum Schluss, und das ist jetzt der Witz, und das ist das, was ich sage. So funktioniert Politik. Jetzt sind die Guten wer? Die Kanadier? Dann die Guten, die Deutschen? Weil sie ja was gemacht haben. Sie haben ja jetzt diese Turbine geliefert, obwohl sie was? Sie die Lieferung verhindert haben. Jetzt haben sie sie geliefert, sind also die Guten zum Schluss und wollen dafür auch noch belobigt werden, obwohl sie unseren Wohlstand, wie gesagt, aufs Spiel gesetzt haben. Es ist unterirdisch. Es ist ein was? Es ist Bullshit.